Faschingszeit ist leider schon vorbei. Wir kommen jetzt zu unserem Außenreporter Hermes, der noch ein Faschingsfest besucht hat, ein politisch sehr korrektes Faschingsfest. Da wurde mehr oder weniger eine Verbeugung gemacht vor dem ganzen afrikanischen Kontinent in diesem Faschingsfest und unser Elendsreporter Hermes war dabei. Bei einem Afrika-Knas kann ich meinem natürlichen Haarwuchs endlich einmal freien Lauf lassen. Einlauf ließen auch die Strasswalchner. Dem Alkohol, ihrer Weltoffenheit und ihrem multikulturellen Verständnis. Der Confrasier und DJ, hopp, war auch das ideologische Metronom. Herzlich willkommen hier bei uns. Da sind sie jetzt wirklich da, die Sowo-Sammer-Neger, aber da sind die wirklichen Neger. Also fantastisch, wenn man da so hinschaut. Man könnte sich wirklich täuschen, gell? Wenn man da in der Nacht so unterkommt, also... Ich tanzte mit reizenden Paradiesvögeln und euphorisierten Kolonialisten. Warum als Mexikaner, wenn Motto Afrika ist? Ja, weil wir das vergessen haben gestern. Und gestern war ich fort, weißt du, ne? Und jetzt habe ich da 5 hier gesehen und die roten Bart. Das war, wie wir früher in Afrika einmarschiert sind, ne? Das ist ja das ganze Gewehr. Die Irländer oder die, wie heißen die? Wo der Obelix und der Asterix dabei ist. Ne? Gallier! Haben wir nicht, wir ziehen uns heute mal so an. Ne? Ausnahme. Apropos, was sagst du zu meinem Afro? Traumhaft, wie der Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Multiculture im karnevalistischen Salzburgischen. Ein bisschen Spaß muss sein. Schluss mit lustig.